Mach mal das Radio aus. Er winkt. Geht's also weiter? Mr. Burke. Gerade als ich schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte. Freut mich wirklich, Sie kennenzulernen. Ich bin Mr. Burke. Und Sie? Naja, Sie sind kein Bewohner dieser fauligen Jauchegrube. Das lässt Ihren Marktwert steigen. Was? Mr. Burke, nicht wahr? Nur weiter, ich bin entzückt. Naja, nee, ach so. Ach so. Verstehen Sie nicht? Sie sind eine Art Freiberufler. Sie haben hier keine Wurzeln, kein Interesse an der Siedlung. Megaton bedeutet Ihnen gar nichts. Ich vertrete bestimmte Interessengruppen. Aha. Und diese Interessengruppen sehen diese Stadt Megaton als Pestbeule in der urbanen Landschaft. Wenn diese Siedlung weg wäre, würde das wirklich jemanden stören? Uns beide doch wohl nicht. Moment, Sie haben vor, die Stadt zu zerstören? Nein, nein. Ich bin nur der Anwerber. Sie werden den ganzen Spaß haben. Die nicht detonierte Atombombe, die dieser Stadt ihren Namen gab, kann immer noch hochgehen. Man muss ihr nur einen kleinen Schubs geben. Ich habe eine Fusionsimpulsladung. Wenn sie an der Bombe angebracht ist, können Sie sie von einem sicheren Ort aus hochjagen. Leichtes Geld für Sie. Sprache 32. Noch 500 Kronkorken mehr und wir haben einen Deal. Schwarze Witwe. Ich habe einen eigenen Vorschlag. Möchten Sie ihn hören, Mr. Burke? Sims will, dass ich die Bombe entschärfe. Megaton steht unter meinem Schutz. Und jetzt gehen Sie. Schwarze Witwe. Sie haben mein Interesse geweckt. Fahren Sie fort. Weißt du, ich lebe hier, Liebling, und du wirst mir doch nichts antun wollen. Naja, ich meine, natürlich nicht. Ich muss zugeben, ich habe noch nie eine Frau wie Sie getroffen. Das ändert natürlich alles. Ich weiß nicht, was ich Tenpenny erzählen werde. Ich überlege mir was. Sie warten hier. Ich muss mich um eine wichtige Angelegenheit kümmern. Aber Sie müssen nicht lange warten. Ich werde bald jemanden vorbeischicken. So, so. Hallo, Jericho. Sie können mich mal. Oh. Auf Durchreise, wie? Sie kennen sich wohl, die beiden. Ich kenne Hallo, Sie Lucy. Nicht. Sind Sie neu in der Stadt? Ja, ich bin neu. Ich hoffe, Sie meinen damit eine Arbeit, sonst sollten Sie sich mit Nova unterhalten. Ich suche jemanden, der eine Lieferung für mich erledigt. Sind Sie interessiert? Möglicherweise. Erzähl. Prima. Bringen Sie bitte meiner Familie in der Siedlung Arafu diese Nachricht. Ich habe seit Monaten nichts von Ihnen gehört und mache mir Sorgen. Sobald Sie dort ankommen, reden Sie bitte mit Davis West. Er wird Sie gerne für die Reise bezahlen. Das freut mich. Lucys versiegelter Umschlag. Blutsverwandtschaft. Haben Sie ein paar Infos über Arafu? Ich gebe Ihnen gern Informationen, denn Sie tun mir ja auch einen großen Gefallen. Wo ist das? Arafu liegt nordwestlich von Megaton. An einer alten Potomac-Brücke. Wenn Sie den Überbleibseln des Flusses folgen, ist es nicht zu verfehlen. Glauben Sie, dass Ihre Familie in Gefahr ist? Nein, ich glaube nicht, dass Sie in Gefahr sind. Vielleicht kommen die Briefe einfach nicht an. Überbringen Sie bitte unbedingt die Nachricht. Wer lebt denn noch da? Tja, mal überlegen. Da wäre Evan King. Er ist so etwas wie der Sheriff der Stadt. Oh. Dann wäre da noch meine eigene Familie, die Familie Ever. Und eine alleinstehende Dame namens Karen Shensi. Also doch nicht so viele. Gibt's da irgendwas, wovor ich mir hier... Abgesehen von den Monstern des Ödlands, einigen Sklavenhändlern und Raider-Überfallkommandos und vereinzelten Landminen ist es da völlig ungefährlich. Das freut mich. Wissen Sie, wenn es einfach wäre, würde ich selbst gehen. Naja, okay. Andere Frage. Okay. Gibt's was Neues in der Stadt? Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Wenn es Ihnen so wichtig ist, sollten Sie mit Manya sprechen. Sie lebt länger als alle anderen in Megaton.
Ja, da muss ich mal los jetzt. Hey, ich danke Ihnen nochmals dafür, dass Sie das für mich getan haben. Das bedeutet mir sehr viel. Hallo. Ja, hallo. Diese Kirchenvögel trinken das Wasser bei der Bombe, weil sie das wollen. Sie glauben, das bringe sie ihrem Atomgott oder was weiß ich näher. Trottel. Ja, ähnlich sehe ich das auch. Gut. Billy Creels Haus. Achso, das ist der Typ, von dem das Mädel erzählt hat. Nicht runter. Hier. Wo ist dieser Mann nur gelandet? Manja. Hallo, ich bin Manja. Der alte Knacker, der hier rumläuft, ist mein Ehemann Nathan. Ah. Sagen Sie Bescheid, wenn wir Ihnen irgendwie helfen können. Sprechen Sie nicht mit Nathan. Er labert Sie nur mit der verdammten Enklave voll. Okay. Ich hätte ein paar Fragen zur Geschichte dieses Ortes. Ich kann Ihnen fast alles sagen, was Sie wissen wollen. Die Geschichte von Megaton ist kein Geheimnis. Aus was wurde dieser Ort hier gebaut? Vor langer Zeit, noch vor dem Krieg, gab es Maschinen, sie waren wie Busse, aber flogen am Himmel und brachten die Leute überall hin. Man musste nicht laufen, sondern ging einfach zur Flugstation, kaufte sich eine Karte und stieg in den Himmel auf. Das gab's überall auf der Welt. Aha. Als der Krieg begann, fielen die Maschinen aus dem Himmel. Alle hier glauben, dass die Bombe den Krater verursacht hat, aber das stimmt nicht. Der Krater bot guten Schutz vor den Sandstürmen. Und als Papa und der Rest sich entschieden, die Mauern zu bauen, verwendeten sie das, was sie hatten. Das Flugzeug. Warum haben sie die Bombe nicht woanders hingebracht? Einige wollten die Bombe loswerden. Die Kirche des Atoms war da noch neu. Wir brauchten ihre Hilfe beim Bau der Mauern und Beseitigen der Trümmer. Wenn wir versucht hätten, die Bombe wegzuschaffen, hätten sie uns nicht geholfen. Außerdem wollten viele Leute die Bombe einfach in Ruhe lassen. Sie tat niemandem weh und niemand konnte sagen, was passiert, wenn wir es vermasseln. Ein Haufen Teile für nur eine Maschine. Gutes Auge. Ja, stimmt genau. Einige Meilen von hier gab es eine Flugstation. Bis auf die Flugzeuge wurde alles geplündert. Mein Papa hat einige Leute, die da rausgehen, die Maschinen auseinandernehmen und die nützlichen Teile zurückschleppen. Habe ich auch schon gemacht. Man kann gar nicht mehr erkennen, wo die Flugstation mal war. Das Ödland hat sie zurückerobert. Okay. Warum die Wender aus einer alten Flugmaschine bauen? Es ist viel einfacher, als genug Teile zum Bauen von Mauern und Häusern aus rein gar nichts zu finden. Der Schrott war da, also verwenden wir ihn. Außerdem ist das stabil. Das hält die Raiders und Sandstürme draußen. Nicht alle von uns hatten das Glück, in einer Vault geboren zu werden. Nur raus mit der Frage. Fragen über Megaton. Wie wurde die Stadt gegründet? Ursprünglich war die Stadt mal ein Loch im Boden. Mein Papa erzählt immer, dass sich sein Vater und die ersten Siedler im Krater versteckt haben. Das Wrack schützte sie vor Sandstürmen. Als wieder Normalität einkehrte und die Leute sich in die Wüste aufmachten, blieben einige hier zurück. Die Umherziehenden kamen zurück, um Handel zu treiben. Als mein Papa geboren wurde, war die Stadt schon zu einem Handelszentrum geworden. Durch die Karawanenrouten wurde mein Papa reich und überzeugte schließlich die anderen, dass Mauern gebaut werden müssen, um die Raiders fernzuhalten. Warum wurden diese Mauern errichtet? Also nur eine Ansammlung von Händlern. Kann man denn im Megaton leben? Nein, der Platz ist zu knapp. Sehen Sie all die Leute? Sie leben im Haus der Gemeinschaft und sind keine richtigen Einwohner. Mhm. Fremde werden hier gut beobachtet. Ich kann einen Raider-Spion auf 100 Meter Entfernung erkennen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber wenn sich die anderen mit Besprechungen und Abstimmungen wohler fühlen, bitte sehr. Also am Anfang war es nur eine Ansammlung von Händlern. Zuerst lebten hier Leute, die in die Vault wollten. Leute, die die Bombe verehrten und ein paar andere Flüchtlinge. Dann kamen die Händler. Jetzt kümmern sich die Karawanen um den Großteil des Handels. Aber davor fand alles in Megaton statt.
Ich habe mit meinem Vater eine Weile in den Karawanen gearbeitet. Dort habe ich diesen wertlosen Schlafsack getroffen, der jetzt mein Mann ist. Okay. Das war genug Schicht. Wenn Sie das sagen. Wie sind Sie hierher gekommen? Ich wurde hier geboren, genau wie mein Papa. Eine Weile habe ich ihm beim Sammeln geholfen und später mit seiner Karawane. Aber durchs Ödland zu latschen, ist nur etwas für junge Leute. Nachdem ich Nathan getroffen hatte, wollte ich nicht mehr so viel herumreisen. Wir sind hier, solange ich denken kann. Ich kann natürlich nicht gerade sagen, dass das gut für Nathans Geisteszustand wäre. Wo sind all die anderen hergekommen? Sie kommen von überall her. Die Stahlfamilie ist irgendwo im Osten aufgewachsen. Lucy kommt aus einer kleinen Siedlung im Norden. Billy redet nicht darüber, wo er herkommt. Doc Church lebte mal in Rivet City. Jericho, naja, sagen wir mal, dass sich die Menschen ändern. Hoffe ich jedenfalls. Ja, wer hat in der Gegend das Sagen? Genau genommen hat hier keiner das Sagen. Aber man kann keine zwei Leute in einen Raum packen, ohne dass einer versucht, den anderen zu kontrollieren. Es hängt allerdings davon ab, wen man fragt. Lucas Sims hat sich selbst zum Sheriff ernannt. Er wirft jeden raus, der zu viel Ärger macht. Colin Moriarty gehört fast alles andere. Hier passiert nicht viel, über das er nicht Bescheid weiß oder das er nicht selbst plant. Erzählen Sie mir von Colin Moriarty. Dieser Mann ist der Abschaum der Erde. Er sorgt dafür, dass die Trinker hier immer im Alkohol schwimmen. Die arme Nova hat was Besseres verdient. Und fragen Sie mich besser nicht, wie er Gorb behandelt. Nur weil der Junge tot aussieht, muss man noch lange nicht so mit ihm umspringen. Das stimmt. Dieser Mann hat seine Finger hier überall drin. Passen Sie bloß auf, was Sie über ihn sagen. Der hört alles. Dann erzähl mal was von Lucas Sims. Er versucht hier für Recht und Ordnung zu sorgen. Vergebliche Liebesmüh, aber ich respektiere ihn. Anscheinend kann er die Leute für sich gewinnen. Mit Ausnahme dieser seltsamen Cowboy-Nummer habe ich an ihm nichts auszusetzen. Howdy. Ich glaube, ich verstehe, worum es geht. In Ordnung. Wollen Sie noch was wissen? Nein, eigentlich nicht. Sie können jederzeit wiederkommen, wenn Sie noch mehr erfahren wollen. Schauen wir mal. Ich muss los. War sehr nett. Ja, so ein kleiner Plausch unter Frauen. Immer was Feines. Sieht ein bisschen Billo aus mit meiner roten Kappe, ne? Aber Flexfit. One size fits all. Na. Da geht's nicht rum. Jerichos Haus. Was haben wir hier? Leeres Haus. Erfordert Schlüssel. Ah. Das sollten wir uns merken. Vielleicht können wir das Haus ja beziehen. The Brass Lantern. Vielleicht können wir hier das Ding mal mieten. Jenny. Ich weiß, dass ich Sie noch nie in Megaton gesehen habe. Lassen Sie mich raten. Nur auf der Durchreise, oder? Hier versuchen ja ständig Leute, sich niederzulassen. Egal. Wenn Sie Hunger haben, sind Sie hier genau richtig. Was darf sein? Was sagt die Speisekarte? Was können Sie mir über Megaton sagen? Einige Leute hassen diesen Ort, was auch ihr gutes Recht ist. Aber was zur Hölle erwarten die? Nahrung, Schutz und Sicherheit. Mehr braucht man nicht. Was sagt denn die Speisekarte? Sehen Sie mal. Ich habe keine Korken. Ich könnte höchstens ein paar Sachen verscherbeln. Wie die getönte Lesebrille. Hier sind Scotch. 11 Stimpacks. Nee. Die behalten wir erstmal.
Dann verticken wir hier den hier. Service, Arbeiter, Overall, Labor, Uniform. Nein, meine Mütze gebe ich mal nicht her. Und die Zuckerbomben. Yeah, 22 Korken. So, was kann sie uns denn hier bieten? Coca-Cola, Yum-Yum, Teufelseier, Stimpack. Eigentlich nichts weiter. Aber wir haben unsere ersten 22 Korken. Viel Spaß! Gemacht. Ja, danke. Ich muss dann auch wir mal sind los. Immer da, wenn Not am Mann ist. Ich bin aber eine Frau. Die Worte des Propheten des Atoms vernehmen. Kommt und trinkt das Wasser des Leuchtens. Hallo. Denn diese alte Kriegswaffe bringt unsere Erlösung. Sie ist das Symbol für den Ruhm des Atoms. Sie soll als Erinnerung... The Breath Lantern. Was gibt's denn? Leo Stanner. Verdammt! Stahl. Sie sind neu, richtig? Ich heiße Leo Stahl. Sehr erfreut. Sehr erfreut. Ja! Ganz meinerseits, du hübscher Boy. Ich muss los. Gut. Heißer Boy. Willkommen, mein Kind. Handystar? Ich habe leider gerade viel zu tun. Wenn Sie was essen wollen, sprechen Sie mit Jenny oder Leo. Ansonsten kann ich Ihnen nicht helfen. Wegbeschreibung, Bereich außerhalb, Bereich außerhalb von Megaton? Für mich sind alle anderen Orte himmlisch. Scheißstadt. Wenn hier nicht Ödländer wie Sie mit ihren Kronkorken durchkommen würden, wäre ich schon weg. Zumindest, wenn ich Janie und Leo überzeugen könnte. Wir sehen uns später, Andy. Ja, bis später dann. Och, handsome. So, das ist auch nur ein Zufall. Wenn Sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Was? Da an deinem Gecko am Stiel, oder was? Leguan, Entschuldigung. Dein Leguan am Stiel. Nein, ich bin dein Leguan. Willkommen. Erleben Sie doch mit uns das Leuchten. Gebt euch seiner Macht hin. Fühlt seinen Glanz. Und lasset euch teilen. Was gibt's? Es wird keine Tränen. Keine Sorgen. Hier. Mr. Burke's Haus. Ach, der wohnt da. Okay. Ich würde gerne zu dieser Moira, oder wie sie heißt. Haus der Gemeinschaft. Schauen wir uns hier mal um. Okay. Ist also auch... Wir bedienen uns einfach mal. So ein Nüdelchen. Der Kram. Der Eichhörnchen-Eintopf. Viel ist es nicht. Aber immerhin. Und hier geht noch eine Treppe nach oben. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt schlafen müssen hier im dritten Teil. Ups, Entschuldigung. Ihre Bücherkollektion, derangiert.